Jo Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Live-Reaction auf den neuen Fortnite-Shop. Aktuell bin ich noch am Handy, nämlich für 2 Tage, dann bin ich nämlich wieder zu Hause und dann gibt es wieder ganz normale Videos vom PC. So, natürlich schauen wir uns auch heute wieder gemeinsam den neuen Shop an. Ich klicke direkt mal oben drauf und wir gucken mal, was es so Schönes heute gibt. Und zwar, oh, ich sehe schon direkt, gibt es einen neuen Emote, den schauen wir uns gleich an. Erstmal der Astra-Skin mit dem ziemlich nicen, wenn auch doll leuchtenden Backpack, dieser hier nämlich. Dazu auch, ich glaube, die Lackierung, genau, diese Lackierung, die so eigentlich ein cooles Muster hat, was so nicht mitgeht, sondern irgendwie immer den gleichen Hintergrund behält. Wenn ihr versteht, was ich meine, die ist eigentlich ziemlich cool animiert, gefällt mir hier auf den verschiedenen Modellen. Schaut eigentlich cool aus, die habe ich mir sogar gekauft. Dann haben wir, oh, wie immer, also was heißt wie immer, mal wieder die beiden Rennfahrer-Skins drin, die nämlich auch diesen neuen Style irgendwann mal dazu bekommen haben, dass man die Helme absetzen kann. Oh, warte, wo ist denn der weibliche Skin? Ist der nicht dabei? Wait. Ah, doch, da ist er. Genau, Rennfieber, der weibliche, auch da kann man inzwischen den Helm absetzen. So, dann natürlich die beiden Backpacks, haben wir gerade schon gesehen. Einmal die weiße Bö. Backpacks? Was ist heute los mit mir? Die beiden Gleiter, weiße Bö und dann noch das Motorrad in, genau, in dunkel, in rot, der Wirbelwind, ja. Alter, was ist heute los? Und irgendwie hört man schon wieder keinen Sound, oder? Test. Wieso hört man keinen Sound? Hört ihr Sound? Irgendwas ist falsch schon wieder. Einstellung, mal kurz gucken. Audio. Ganz viele Leute haben mir nämlich gestern geschrieben, dass man keinen Sound hört, aber irgendwie... Warte, wir testen mal ganz kurz. Doch. Haben die Gleiter keinen Sound? Ah, doch. Lol, ich habe es einfach gerade nicht gehört. Okay, komisch. Anscheinend gibt's... Ich habe es auf maximaler Lautstärke, ich hoffe, ihr seht das, aber irgendwie höre ich es trotzdem am Handy ganz, ganz leise, bei den Gleitern zumindest. Okay, egal, machen wir weiter. Der Krypto-Skin mit dem ziemlich nice Backpack, der gefällt mir sehr, sehr gut. Dann die Enigma-Lackierung, genau, und das war's schon mit dem Slot. Kommen wir dann zur rechten Seite, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen chaotisch ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es noch 2 Tage jetzt ein bisschen, ja, am Handy ein bisschen komisch ist, aber... Egal. Dann haben wir auf jeden Fall hier den Cloaked Star für 1500 V-Bucks mit diesem Backpack dazu. Und dann noch die Sturmtrooperin. Ist auch irgendwie eine sehr komische Mischung aus Deutsch und Englisch. Sturmtrooperin. Dann der unendliche Dab. Auch ein sehr nicer Emote. Die beschlagene Hacke für 800 V-Bucks. Oh, warte, da wollte ich den Sound abspielen. Nein, Alter, heute ist ja richtig RIP. Genau, mit diesem Sound. Dann noch der Tanzspagat. Mit dem Spagat am Ende, so. Und dann jetzt ein neuer Emote, der einfach nur Puh heißt und 200 V-Bucks kostet, also recht preiswert. Schauen wir uns den mal direkt an. Let's go. Lol, okay. Das, glaube ich, könnte ein cooler Emote sein, wenn man einen Kill gemacht hat und das so ein bisschen, der Gegner so ein bisschen reingetryhardet hat und man dann ihn zerstört. Da macht man... Finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, den werde ich mir direkt mal hier holen. Also der gefällt mir. Den ja, würde ich empfehlen. Cooler, neuer, billiger Emote. Für den Preis finde ich absolut in Ordnung. Jo, das war's dann zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt ja gerne mal rechts zum Abstimmen, wie ihr den Shop fandet. Top oder Flop. Heute, wie gesagt, ein bisschen chaotisch. Das tut mir leid. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr keinen neuen Shop mehr verpassen wollt, normalerweise ist das nicht so chaotisch hier, dann lasst gerne ein Abo da. Einfach kurz unten auf Abonnieren klicken. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.